diesem Jahr nahmen auch Jugendliche an der Reise teil. Während des langen Wochenendes wurde die Verbindung zwischen deutschen und ungarischen Jugendlichen gestärkt. So, hat sehr viel Spaß gemacht, haben viele coole Sachen erlebt, war ein schönes Programm. Und ich denke, die Gemeinschaft zwischen den Ungarnern und uns, also wir aus Rasdorf, das war wirklich gut diesmal wieder. Und ja, war ein schönes Wochenende. Am besten fand ich es gestern Abend, wo wir zusammen im Zelt, wie heißt der Tanz? Czardacz getanzt haben. Im vergangenen Jahr hatten Jugendliche aus Nimesch die Gelegenheit, nach Deutschland zu reisen, wo sie bereits gute Beziehungen zu den Rasdorfern aufgebaut hatten. Aufgrund ihrer Freundschaften planen sie, in den kommenden Jahren wiederzukommen. Letztes Jahr, wir kamen schon ganz gut mit den Jugendlichen hier aus Nimesch zurecht. Wir haben viel mit denen unternommen und es hat einfach Spaß gemacht mit denen. Wir haben uns sofort verstanden und wir sind auch wieder hierher gekommen und haben uns auch gleich wieder sofort verstanden. Es war sehr schön. Die Partnerschaft zwischen den beiden Dörfern reichen Jahrzehnte zurück. Schon damals spielte sie eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Dörfer, denn sie ermöglichte es den Reisenden, nicht nur die Kultur des anderen Landes kennenzulernen, sondern auch Freundschaften zu schließen. Für Jürgen Hahn, Bürgermeister von Rasdorf, ist diese Partnerschaft deshalb etwas Besonderes. Die Partnerschaft ist 1989 schriftlich vereinbart worden, 1989 in Rasdorf, 1990 hier in Nimesch und besteht jetzt mittlerweile seit 35 Jahren. Und das Besondere dieser Partnerschaft ist, dass es keine reine Gemeindepartnerschaft ist, sondern dass es eine reine Gemeinde- und Bürgerpartnerschaft ist, die hauptsächlich von Bürgerinnen und Bürgern der beiden Orte gelebt wird, ohne dass die Politik, die Verantwortlichen der Gemeinde immer sagen müssen, du oder du, ihr müsst jetzt dahin fahren, sondern wird von den Bürgern getragen. Und das ist, glaube ich, das Besondere und auch das Wichtige an der Partnerschaft, dass sie einmal so lange schon besteht und auch hoffentlich noch viele Jahre bestehen wird, weil es, wie gesagt, eine Aktivität der Bürgerschaft ist. Und sie trägt unheimlich dazu bei, in unserem speziellen Fall, die Kultur und die Werte und die Feste, die vor 300 Jahren aus dem Fulda Raum hier nach Nimesch mitgenommen worden sind, für uns als Rasdorfer, wenn wir hierher kommen, zu erleben, wie das alles erhalten worden ist. Und das ist für unsere Jugendlichen ganz, ganz wichtig, zu sehen, wie man Sitten, Gebräuche und Traditionen bewahrt. Und wir machen immer wieder die Feststellung, wenn wir junge Leute mit hierher gebracht haben, die dann mit einem ganz anderen, einer ganz anderen Ansicht und auch mit viel Erfahrung dann wieder nach Hause kommen und überrascht sind, wie so eine Tradition über so eine lange Zeit weitergetragen wird. Das ist, glaube ich, so das Besondere an unserer Partnerschaft und können wir sowohl in Nimesch als auch in Rasdorf ganz, ganz stolz drauf sein. Die Besucher aus Rasdorf verbrachten ein langes Wochenende in Nimesch. Die örtliche Selbstverwaltung, die deutsche Selbstverwaltung und der Verein Völkerfreundschaft hatten ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm für die Gäste vorbereitet. Sie bemühten sich auch darum, dass die jungen Leute mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Unsere Gäste aus Rasdorf haben drei wunderschöne Tage hier bei uns in Ungarn verbracht und wir haben für sie ein reichhaltiges Programm zusammengestellt, damit sie auch vieles mitnehmen und miterleben können. Natürlich haben wir hohen Wert auf die Traditionen gelegt und natürlich auch darauf, dass sie Kontakte aufbauen können, auch gemeinsam Zeit verbringen können und Freundschaften entwickeln werden kann. Es ist uns eine große Freude, dass so viele Jugendliche auch aus Rasdorf mitgekommen sind und auch die Jugendlichen aus Nimesch daran beteiligt haben. Sie haben beide Gruppen gerne an unserem Programm teilgenommen. Der heutige Tag ist unser letzter Tag und heute haben wir ja unsere Festveranstaltung hier im Festzelt. Wir haben ein Kulturprogramm für Sie organisiert. Die neuen Branauer Musikanten treten auf und danach können Sie die Nimescher Kulturgruppen auch sehen. Die junge Hipser Tanzgruppe und danach die Akkordeonkapelle und auch den Sonnenblumenchor. Dank dieser Gemeindepartnerschaft sind im Laufe der Jahre unzählige Freundschaften entstanden.
Deshalb sind diese Gelegenheit so wichtig, sagte Silvia Oceni-Göndötsch, Vorsitzende des Vereins Völkerfreundschaft. Einerseits ist es sehr wichtig, dass man dadurch viele Leute kennenlernen kann und Freundschaften entwickelt werden können. Und es ist ja sehr schön, wenn auch nach langen Jahren diese Freundschaften auch existieren. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo die Grenzen geöffnet sind und man frei reisen kann, ist das halt sehr wichtig, dass man Kontakte hat, sehr viele Kontakte und auch gute Freundschaften. Und so eine Partnerschaft ist eine gute Grundlage vielleicht, dass man so Partnerschaften, Freundschaften halt bilden kann. Sowohl Rasdorf als auch Nimesch bereiten sich bereits auf das nächste Jahr vor, denn im nächsten Sommer haben die Nimescher die Möglichkeit, nach Rasdorf zu reisen. Für unsere Partnergemeinde ist es auch sehr wichtig, dass ihre Jugendlichen auch an diesem Programm teilnehmen und aktiv sind. Und deswegen werden auch unsere Jugendlichen angesprochen, dabei mitzumachen. Also wir planen halt eine Fahrt im Sommer und wir hoffen auf eine Fortsetzung, dass wir vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder auch bald in 15 Jahren ein schönes Jubiläum feiern werden können. Sie hoffen, dass diese Gemeindepartnerschaft noch lange besteht. Erfreulicherweise sehen die Organisatoren gute Chancen dafür, dass sich viele junge Menschen an den Aufgaben beteiligen und begeisterte Mitglieder des Organisationskomitees sind. Das lange Wochenende endete diesmal mit einer gemeinsamen Feier.